Das Salz der Erde, fünftes Kapitel. 8 Tage nach Weihnachten fiel Frost ein, und bald darauf kam starker Schneefall. Jetzt machten sich Igor und 3 seiner Freunde, darunter einer, der eben gar nicht zum Frieden und zur Gewissheit seines Gnadenstandes durchdringen konnte, auf und fuhren vor Tagesanbruch auf einem ihrer niedrigen Schlitten davon. Die Pferde waren jetzt, im Winter, keine Anstrengung genug gewohnt. Die Wege waren zum großen Teil noch nicht eingefahren, und so ging es doch nicht so schnell, wie Igor hoffte. Um Mittag waren sie noch etwa 2 Meilen von dem ersehnten Ziel. Sie fütterten die Pferde bei einer Schenke an der großen Landstraße, aßen von ihren mitgenommenen Broten und den beliebten getrockneten Fischen und tranken zum Erstaunen der anderen Reisenden in der Schenke weder Schnaps noch Wein, sondern Wasser. Der jüdische Schenkwirt musste sie sofort durchschaut haben, denn er sagte spöttisch: »Wenn ihr nicht zum Wassermüller fahrt, will ich mich morgen hängen lassen.« Igors Gefährten zuckten zusammen, und manche der anwesenden Gäste fragten, was es mit diesem Wassermüller für eine Bewandtnis habe. Igor machte dem Wirt aber ein Zeichen mit den Augen, und da bog er noch zur rechten Zeit aus. »Nun, das ist doch selbstverständlich«, lachte er. »Wer im Winter Wasser trinkt, der will doch Wassermüller werden, denn kein anderer ordentlicher Mensch kann bei diesem kalten Wasser sich noch kaltes Wasser in den Leib gießen.« »Das stimmt«, lachten die Russen, und einer von ihnen wollte gutmütig ein großes Schnapsglas den armen Leuten, für die er sie hielt, anbieten. Als sie das Glas aber abwiesen und Igor kurz bemerkte: »Wir haben ein Gelübde, keinen Schnaps zu trinken«, da waren die Leute beruhigt, denn Gelübde aller Art bis zu den wahnsinnigsten kommen unter den einfachen, abergläubischen Russen vielfach vor. Dieser Vorfall zeigte Igor nun wieder, wie vorsichtig man sein müsse. Nachdem die Pferde ausgeruht, fuhren Igor und seine Freunde weiter, erreichten noch vor der Dunkelheit die bezeichnete Brücke, aber es führte rechts kein Fahrgeleise in dem tiefen Schnee am Ufer hinab. Auf gut Glück und heimlich um den rechten Weg betend, fuhr man langsam die schräge Böschung hinab. Auf den eben frisch zugefrorenen Fluss durfte man sich nicht wagen, und so ging es dann in der hereinbrechenden Dämmerung äußerst langsam vorwärts. Bald glitt das eine Pferd an dem schrägen Hang, dann kam man zu weit an den Fluss, und der Rand der Eisdecke krachte. Es dunkelte mit Macht, und den Leuten wurde es in der fremden Gegend bange zumut. Sollten sie den Weg verfehlt haben und der Müller vielleicht links von der Brücke wohnen? Was würde mit ihnen werden, wenn sie in dieser Jahreszeit, wo die Wölfe überhaupt am gefährlichsten sind, weil sie sich leicht rudelweise zeigen, die Nacht im Freien zuzubringen gezwungen wären? Dazu weiß doch jedes Kind in Südrussland, dass die Dickichte an den Flussufern die Schlupfwinkel der Wölfe sind. Die Pferde wurden wieder müde, sie dampften und prusteten und gingen kaum von der Stelle. Da endlich war vor ihnen die vorspringende Uferecke. Als sie diese passierten, hörten sie Hundegebell und wussten, dass sie zu Menschen kamen. Gleich darauf sahen sie auch das stattliche Gebäude der Wassermühle aus dem Dunkel hervortreten. Rechts davon, an den hier weiter zurücktretenden Uferrand gelehnt, stand ein längeres, einstöckiges Gebäude, aus welchem Lichtschimmer in die Nacht hinausleuchtete. Ein paar mächtige Schäferhunde umbellten wie rasend den niederen Schlitten, als er dicht vor dem Hause hielt. Gleich darauf öffnete jemand die Türe und fragte mit lauter Stimme: »Wer da?« Die Antwort musste wohl von dem Gebell der Hunde übertäubt sein, denn der junge Mann, der aus der Türe trat, scheute erst mit lautem Zuruf die Hunde fort, um dann noch einmal die Fremden zu fragen, wer sie seien und was sie wollten. Igor sagte: »Wir sind Brüder in Christo und haben davon gehört, dass hier der Müller Gottes Wort hat. Deshalb sind wir den ganzen Tag gefahren. Wir wollen Trost für unsere Seele.« Mit einem Ausruf des Erstaunens eilte der junge Mann in das Haus zurück, und gleich darauf kam eine hohe Gestalt heraus, mit weißem Haar und Bart, offenbar der Müller selbst. Die Begrüßung fiel sehr herzlich aus. »Wer zu mir kommt, im Namen Jesu, den stoße ich nicht hinaus«, sagte der alte Müller freundlich. »Jesem, hilf den Leuten ausspannen, die Pferde in den Stall, den Schlitten in den Schuppen, denn es gibt wieder Schnee, und die Leute ins Haus.« 10 Minuten später saßen die Gäste in der behaglich erwärmten, hell erleuchteten Stube des Müllers und durften an dem Abendessen der Familie teilnehmen.
die ganze Einrichtung des Hauses, die Art, wie das Essen zubereitet sein musste und wie man sich bei Tische benahm, deutete darauf hin, dass der Besitzer nicht nur ein wohlhabender Bauer sei, sondern auch auf einer höheren Stufe der Bildung stehe. Als das Essen vorüber war, langte der Alte eine vielgebrauchte Bibel vom Gesims herab, las mit schöner Betonung, Vollausdruck ein Kapitel aus dem Römerbrief vor und legte es kurz und kernig aus. Igor merkte sofort, dass der Mann mehr vom Glauben und der Erkenntnis des Heils hatte als er. Aber nicht der leiseste Neid regte sich in seiner Brust, sondern nur dankbare Freude stieg in ihm auf. Musste er sich doch sagen, dass ihm noch so vieles unklar war und er hier endlich die ersehnte Auskunft über vieles werde erlangen können. Dann knieten alle nieder, und der Müller sprach ein ergreifendes Gebet, worin er nicht nur für alle Wohltaten dankte, die Gott ihnen erwiesen hatte, sondern auch in der Fürbitte der Gäste die Erwähnung tat. Und, was Igor am meisten bewegte, es kam zum Schluss der Satz vor: »Es ist Zeit, Herr, dass du dich über Russland erbarmst und alle seine Millionen, die noch in den Schatten des Todes wohnen. Bekehre du unseren Kaiser und gib ihm das Herz, dass er deinem Worte freie Bahn mache, damit alle unsere Brüder nach dem Fleisch dein Wort zum Leben hören können und mit uns dich anbeten.« Dieser Gedanke gab nachher Igor Gelegenheit anzuknüpfen, und so sprachen sie sich über den geistlichen Tod, die Leichenstarre ihrer Mutterkirche mit bewegtem Herzen aus, und dabei konnte Igor von den Schwierigkeiten und geistlichen Nöten im eigenen Dorf berichten. Der Alte hatte seinen jungen Gast wohl angemerkt, dass ihm das Herz voll sei, und darum ließ er ihn sich ungestört ausreden, während die Genossen den Redenden nur mit Ausrufen der Bekräftigung begleiteten. Endlich nahm der Alte das Wort. »Kinder, das ist in unendlich vielen Orten Russlands, gerade wie bei euch. Von irgendwoher hat ein Vöglein ein Samenkorn in das Dorf gebracht. Das ist aufgegangen, und nun wollen ihm die anderen Luft und Licht zum Wachstum streitig machen. Ihr werdet noch mehr erfahren von der Anfeindung um des Namens Jesu willen. Ich hab's ähnlich so durchgemacht wie ihr jetzt. Ich war Gutsverwalter auf einem großen Gut, wo die Herrschaftsgebäude nach alter Sitte noch mitten im Dorf lagen. Dadurch wurde meine Bekehrung und mein Christentum den Leuten im Dorfe bald offenbar. Es ist einmal nichts zu machen, das Licht lässt sich nicht verbergen. Länger als 3 Monate konnte Moses Mutter ihr Kind auch nicht verbergen. Und so geht es dem auch, von dem die Schrift geweissagt hat, dass ihm Kinder geboren werden wie der Tau aus der Morgenröte. Das Salz muss wirken, und wenn es wirkt, dann schreien die Leute, dass es ätzend und verletzend in ihr faules Treiben hineindringt. Auch bei mir war es der Priester und der Schenkwirt, von denen die Verfolgung ausging. Bis zu meiner Bekehrung war ich oft unehrlich gewesen gegen meinen Herrn, der sich um die Verwaltung nicht kümmerte, sondern seine Zinsen und Einnahmen in Frankreich und Italien verzehrte. Wie ich aber Christ geworden war, und nun plötzlich anfing, alle Pachtverträge ehrlich abzuschließen, von keinem mehr verlangte, eine gefälschte Quittung auszustellen, als hätte er von mir mehr empfangen, da stutzten die Leute. Man hielt mich für irrsinnig. Da ich außerdem dem Schenkwirt nichts mehr zu verdienen gab und ein kleiner Kreis von Gläubigen, die sich um mich versammelten, auch nicht zu ihm ging, wurde der mein Feind und hetzte den Popen gegen mich auf. Man spürte auf Schritt und Tritt an mir herum. Ich konnte das Treiben nicht mehr ertragen und gab meine Stelle auf. Nun lebe ich schon seit 10 Jahren hier in der Stille und darf dem Herrn danken, dass er mich schon manchen zum Gegen gesetzt hat. Bei euch ist's etwas anderes. Ihr seid von Gott in euer Dorf hineingesetzt und müsst nun darin ausharren, bis der Herr euch ganz deutlich seinen Willen zeigt und seine Kinder zwingt, aus Ägypten zu ziehen. Dann ging man auf geistliche Fragen ein, und der gebildete Mann und der gereiste Christ konnte in den 3 Tagen, die die Gäste bei ihm zubrachten, sie über den Heilsplan Gottes im Zusammenhang unterrichten. Igors ganze Seele dehnte sich und sog sich voll. Es fiel ihm in Betreff mancher Schwierigkeit wie Schuppen von den Augen. War es doch eigentlich der erste Religionsunterricht in seinem Leben, den er erhielt?
Aber auch der alte Müller gewann Igor lieb, denn er merkte es seinen schnellen Zwischenfragen und dem Aufleuchten seiner Augen an, dass er nicht nur bekehrt, sondern auch mit reichen Geistesgaben ausgerüstet sei. Wiederholt kam man besonders am letzten Tage darauf zu sprechen, dass man die äußerste Vorsicht allen Fremden gegenüber anzuwenden habe. »Unsere Sache steht eben«, meinte der alte Müller, »äußerst peinlich. Fast möchte ich sie vergleichen mit der Stellung der ersten Christen im Römischen Reich, nur ist sie noch etwas schwieriger. Wir haben eine Staatskirche, wo außer der Maria und allerlei Heiligen immer noch Jesus angebetet wird, wo in der Kirchenlehre viel mehr wirkliche biblische Wahrheiten enthalten sind, als das einfache Volk auch nur ahnt. Und auf der anderen Seite sehen wir in die Wirklichkeit hinein. Wie verkommen ist unsere Geistlichkeit, wie tot unser Volk. Mit dem Anzünden von ein paar Lichtchen und ein paar Kniebeugungen meinen die Leute, allen Forderungen Gottes Genüge zu leisten. Wenn wir nach unserem Gewissen und der Heiligen Schrift mit diesem ganzen Treiben gebrochen haben, erklärt uns das Staatsgesetz für Verbrecher. Denn nach dem russischen Gesetz ist jeder orthodoxe Russe durch seine Geburt auch schon ein richtiges Mitglied der Staatskirche und kann niemals aus derselben heraus. Wird er verklagt und vor Gericht überführt, dass er die Gebräuche der Kirche nicht mehr mitmacht oder etwa etwas anderes lehrt oder glaubt als die Kirche, dann steht nach dem Strafgesetzbuch die schwerste Strafe für ihn fest. Er kann verurteilt werden zum Zwangsaufenthalt in einem Kloster. Das halte ich für das Schrecklichste. Oder man gibt ihm im ersten Fall eine Gefängnisstrafe. Und wenn das nicht hilft, wird er wie ein Raubmörder nach Sibirien verschickt. Das Gelinde ist dann immer noch, wenn man mit Weib und Kind hingehen kann. Denn dann erlaubt es das Gesetz nicht, einen Menschen zur eigentlichen Zwangsarbeit in die Bergwerke Sibiriens zu stecken, sondern man bekommt einen Platz angewiesen, wo man sich ansiedeln muss. Unter Umständen braucht das dann gar nicht so schrecklich zu sein. Und wer seinem Heiland treu dient, kann auch dabei noch Wunder erleben von der Hilfe und Freundlichkeit Gottes. Manche von unseren verschickten Brüdern haben sich über China oder Persien in das Ausland geflüchtet, sind nach England oder Amerika gegangen und gründeten dort Ansiedlungen von gläubigen Russen. Hier unterbrach der feurige Igor den Sprecher mit der schnellen Frage: »Aber warum brechen wir dann nicht selbst freiwillig morgen auf und ziehen mit Hab und Gut in solche freien Gegenden, ehe wir alle die Not und Drangsal der Verurteilung und der Verschickung durchmachen? Soviel ich gehört habe, bleibt es doch ein lebensgefährliches Wagnis, aus den Ansiedlungsorten Sibiriens zu flüchten.« Der Alte lächelte milde, schlug ein paar Blätter in der vor ihm liegenden Bibel um und las statt aller Antwort vor: »Ihr seid das Salz der Erde.« Als die anderen betroffen schwiegen, fuhr er freundlich fort: »Weil Russlands Millionen unser Zeugnis noch brauchen. Darum müssen wir hier bleiben. Wenn ich vor 10 Jahren geflüchtet wäre, wie wenige meiner Brüder, nach dem Fleisch hätte ich dienen können. So aber sind schon unzählige, hohe und niedrige, gebildete und ungebildete unter mein schlichtes Dach gekommen, und ich habe ihnen ein Zeugnis von Jesu in die Seele geben können, und nicht nur das. Bisweilen, wenn alle Vorbereitungen und Vorsichtsmaßregeln getroffen sind, reise ich auch umher und spreche bald auf einem einsamen Edelhof vor der versammelten Familie des Gutsbesitzers oder in der Hinterstube eines Einkehrhofes der Kreisstadt.« »Dann würden Sie auch einmal zu uns kommen?« fragte Igor ganz glücklich. »Ja, das kann ich noch nicht versprechen«, antwortete der Alte bedächtig. »Da müsste man erst mal abwarten, wie sich bei euch die Sache macht. Nach meiner Erfahrung kommt es darauf an, dass ein angesehener, wohlhabender Mann im Dorf uns freundlich gesinnt ist. Wenn dann in seinem Hause auch ein paar solcher Abendversammlungen stattfinden, wagt doch weder der Pope noch etwa ein Polizist einzugreifen. Es ist aber besser, wenn ihr selbst für euer Dorf das Salz werdet und durch euren Lebenswandel eure neue Art so deutlich offenbart habt, dass man den Wert des Evangeliums an euch sehen kann.« Kurz vor dem Abschied, bei dem auch Igor laut betete, machte man ab am 2. Februar. Abends beim Dunkelwerden auf dem Edelhof eines reichen Schafzüchters unweit der Eisenbahnstation Kalinkin zusammenzutreffen.
Dort würden die jungen Christen eine Versammlung von den bedeutendsten Journalisten der ganzen Umgegend vorfinden. Und zwar würde dort die Versammlung nach dem Abendbrot um 8 Uhr beginnen und mit Tagesanbruch geschlossen werden. Gemeinsame Erbauung, Abendmahl und Beratung wichtiger Fälle würde da vorgenommen werden. Tief bewegt und zugleich beseligt und beglückt fuhren die vier Männer dem Heimatdorf zu, nachdem sie unter sich abgemacht hatten, so wenig als möglich mit irgendjemand, auch von den ihren, über die Sache zu reden.